Jetzt ist Schluss mit lustig. Nach Darmstadt und Bayern möchte die Borussia endlich ihren Einstand in der 51. Bundesligaspielzeit feiern. Dazu gilt es am Samstag gegen Konkurrent Hannover 96 zu bestehen. Obwohl noch Tickets zu haben sind, wird die Favre-Elf zum ersten Heimspiel der Saison wieder eine Wand von Fans hinter sich haben. Mithilfe dieser sind die Weichen klar auf Sieg gestellt. Aber natürlich haben die Roten auch etwas bei dieser Rechnung mitzureden. Hannover spielt wieder mit die Spieler, die lange verletzt waren. Wichtige Spieler, Andreasen, Stindl und Husti. Das macht auch viel. Drei wichtige Spieler für Hannover. Sie haben auch ein paar gute Verpflichtungen gemacht. Wir müssen trotzdem viel Geduld haben. Sie sind nach Balleroberung bei Konter extrem gefährlich. Und wir müssen sehr, sehr intelligent spielen und müssen wir auch nicht vergessen, gut zu verteidigen. Obwohl die Tore bisher ausblieben, hat Cheftrainer Lucien Favre mit dem Offensivtrio Kruse, Arango und Raphael ein glückliches Händchen bewiesen. Hier steckt viel Potenzial drin und die ersten Ergebnisse könnten von diesem bereits am Samstag produziert werden. Am ersten Spieltag haben aber auch die 96er bewiesen, dass sie sich nicht so leicht unter Druck setzen lassen. Wolfsburg versuchte es und verlor 2:0. Ja, Heimspiel und erstes Heimspiel für uns und wir sind gespannt auf das Spiel. Und natürlich erwarten uns ein guter Gegner auch mit Hannover, haben ein gutes erstes Spiel gemacht, souverän gewonnen und haben gespielt zu Hause. Und ja, wir wollen natürlich eine gute Heimserie aufbauen und wir wollen natürlich die Punkte zu Hause haben. Es reicht also nicht, nur auf dem Trainingsgelände eine gute Figur zu machen. Unter Beweis gestellt hat das jetzt Borussias Nummer 34, Granit Xhaka. Mit dem Schweizer Nationalkader hat der Mittelfeldspieler einen 1:0-Erfolg gegen Brasilien feiern können. Ob der Enthusiasmus des Rückkehrers ansteckend ist, wird sich zeigen. Also wenn du mit der Schweiz gegen Brasilien gewinnst, dann ist es immer ein positiver Aspekt. Es ist immer besser, als wenn du verloren hast. Ob das dann auf unsere Mannschaft sich überträgt, ich glaube, dass unsere Jungs jetzt das verfolgt haben, aber davon nicht so von profitieren. Aber wenn du als Einzelner positiv herauskommst und eine positive Stimmung in die Mannschaft bringst, dann ist das ein riesen Faustpfand immer und das kann eben auch andere durchaus anstecken. Und deswegen ist es immer besser, wenn du erfolgreich zurückkommst, als eben vielleicht noch tief geschlagen oder gekränkt. 3 Punkte und nicht weniger. Keine leichte Aufgabe, die den Fohlen da bevorsteht. Aus den letzten 19 Bundesliga-Partien mit den Roten ist die Borussia nur 7-mal siegreich hervorgegangen. Solche Statistiken sind aber natürlich nicht in Stein gemeißelt. Das weiß auch die Favre-Elf, wenn am Samstag um 18:30 Uhr im heimischen Borussia-Park der Ball freigegeben wird.